Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black, und die Bolzeniel, die steht immer noch beim Herion, wo wir ja in der letzten Folge aufgehört haben, weil wir ja, naja, er hat eine Instanz oder sowas und das wollten wir nicht noch mit ranhängen. Die war ja schon recht lang. Ja, sorgen wir für ein gerechtes Begräbnis, bevor wir zu Greivir nach Lin hier zurückkehren. Machen wir mal. Mit ein bisschen Glück werden wir auch direkt zurück teleportiert, dann brauche ich nicht zurücklaufen. Die Brüder toll. Archa und Herion kehren zu dem Schlachtfeld zurück, auf dem sie einst getrennt wurden. Ihr erweist ihnen die Ehre, sie zu begleiten und kehrt dann nach Lin hier zurück. Genau so machen wir das. So, Ericha. Unheilvolle Omen verfolgen uns in diesen Zeiten. Genau, wir haben uns an den Ort der Trauer begeben und ja, du weißt schon. Ja, Brüder, tut gut, euch wiederzusehen, so wie ihr so tot da liegt. Ich freue mich auch, euch zu sehen, so tot wie ihr seid. Aber wenn ich mich umblicke, sehe ich nur den Tod und eigentlich seht ihr hässlich aus. Ich sehe nur tapfere Männer, die sich für das Land geopfert haben und jetzt hässlich sind. Und der Anführer und den Anführer besiegt haben. Ich habe euch überredet, ins Feld zu ziehen, Herion. Nun bittet ich euch, nach Lin hier zurückzukehren. Ich werde nicht länger mit euch streiten. Kommt, erweisen wir ihnen die letzte Ehre. Archa, ich mag diese Männer nicht. Aber um Krieg zu gewinnen, mögt ihr sich schon, oder? Wenn ihr euch nicht bei Greivir entschuldigt, dann werde ich es für euch machen. Ich habe nichts falsch gemacht. Jetzt seid still. Erweist ihnen diesen armen Seelen die letzte Ehre. Ja. Okay. Kniet vor den Tapferen nieder und um eure Ehre zu erweisen. Das reicht schon. Kann ich euch auch looten? Ah ne, dann soll ich euch noch vergraben. Okay. Alles klar. Dann also buddeln und knien. So machen wir das. Die Orks können ruhig oben drauf bleiben. Ist ja kein Problem. Wir vergraben hier grundsätzlich an Ort und Stelle. Das ist auch immer grundsätzlich immer das Beste. Oh. Ne, oder auch nicht. Ja. Jetzt auf. Oh, puh. Game hat gehangen. Das Vergraben hat scheinbar nicht ganz so funktioniert. Wurde bereits verwendet. Alles klar. Okay. Hab wahrscheinlich mal wieder einen sehr guten Zeitpunkt zum Aufnehmen erwischt. Diese Woche sind mal wieder überlastet. So, gut. Gekniet, gegraben. Hier hat es besser funktioniert. Okay. Noch zwei. Tut mir leid, dass ihr gestorben seid. Besser wäre es gewesen, eigentlich gar keinen Krieg zu führen. Ist eigentlich immer so. Und Schwachsinn. Da, meistens sind es ja nur ein oder zwei Leute, die irgendwas mehr wollen und deswegen gibt es dann Krieg. Schön. Danke. So. Okay. Flum. Unheilvolle Omen verfolgen uns in diesen Zeiten. Unheilvolle Jetzt beenden. Omen verfolgen uns in diesen Zeiten. Jetzt reisen. Bestes Beispiel, ja, der Ukraine-Krieg, muss man ja nicht drüber reden. Da gibt es einen Typen in Russland, der meint, er müsste die Welt russifizieren geht halt dann, ja, den Weg des Krieges. Dass sich das nicht jeder gefallen lässt, ist ja logisch. Würde ich auch nicht wollen. So, na gut. Aber wir sind wieder ins Spiel zurück. Wir sind bei Ericha. Wir sind mittlerweile in Lin hier angekommen. Sehr schön. Ericha möchte nach Lin hier zurückkehren. Sind wir ja jetzt schon. Oh, was nehmen wir denn? Opulenter Ring des Prinzen. Wahrscheinlich eher den. Macht wieder Beweglichkeit wieder. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Ist der besser als die, die wir haben? Ja, zumindest als der goldene. Sieht so aus. Ja, definitiv. Wunderbar. Dann haben wir mal wieder was Neues. Einen Prinzenring. Schön. Können wir den gleich anlegen? Jawohl. Sehr schön. Können auch gleich mal hier reingucken. Ah, da waren nur Dinge drinnen. Ist okay. Ist okay. So, wir sind wieder am Start und sind wieder in Lin hier. Da wollte ich sowieso nach dieser Quest zurück. Gut, dass sich das gleich erledigt hat. Tatsächlich hätten wir das wahrscheinlich in der letzten Folge auch noch im Notfall hingekriegt. Aber die war halt schon recht lang, ne? Darf man nicht vergessen. Deswegen, ja. Und ich kannte die Instanz ja nicht. Deswegen war schon die richtige Entscheidung. Ja. So, wir gehen raus. Wir haben nämlich noch tatsächlich die Jagd auf die Mutlosen, die immer noch hier zu tun ist. Und wir haben hier von Ingalad, der will auch noch was. Ich möchte euch nicht mit unseren Problemen belasten, aber... Genau, von Feinden umzimmelt. Die Korsarenflotte kommt auf den Weg nach Pelagir nur langsam voran, denn sie stoppt oft an der Küste, damit die Korsaren auf Beute zu gehen können.
Sie glauben, dass sie so kurz vor dem Sieg stehen, dass sie sich nicht beeilen müssen. Und ich fürchte, sie haben recht. Ich will euch nicht mit unseren Problemen belasten, Bolzenil, denn ihr wart uns bereits eine große Hilfe, aber... Er beendet den Satz nicht, aber ein Nicken von euch bestärkt ihn, ihn fortzufahren. Ein Kind ist verschwunden. Niemand weiß, ob es wirklich fort ist, aber seit dem letzten Angriff der Korsaren wurde sie nicht mehr gesehen. Wenn ihr euch einmal im Lager Nordosten an, das Lager im Nordosten ansehen würdet, wäre es euch, wären wir euch sehr dankbar, ja. Meine Freunde mussten in letzter Zeit so viel verkraften. Ihre Tochter Ronje nun zu verlieren, das wäre doch das Schlimmste. Definitiv. Und da werden wir natürlich auch nochmal nachgucken. Wie gesagt, wir müssen eh noch nach Mutlosen jagen, die irgendwo in und um Lin hier rumherum gursteln. Und zwar Korsaren, die aus Lin hier geflohen sind. Ja, die müssen ja auch irgendwo hier oben rum sein. Werden wir sehen. Die sehe ich tatsächlich nicht auf der Karte angezeigt. Also flackert auch nichts, wenn ich hier mit der Maus drüber habe. Das heißt, müssen wir wohl ein bisschen suchen. Wenn ich sie nicht finde, naja. Mutlose Korsaren sind, glaube ich, keine Gefahr mehr. Finde ich. So, Hendrowale, das sind Verwandte der Buckelwale, ne? Darf man nicht vergessen. Die sind natürlich auch was Schönes, aber nicht so groß wie die Hendrowale. Die Buckelwale, meine ich. Ne? Das ist klar. Ja, okay. Nur, dass ihr es gleich wisst. So, wir haben hier ein paar, paar Typis. Gehen mal vom Hopsi-Dopsi und bekommen ein kleines Lager. Ja, genau. Korsaren hier. Oh Mann. Alter, leckt das heute. Okay, wir nehmen trotzdem die Quest an. Feiglinge und Diebe, neue Aufgabe. Hallo Freunde, kommt mal her. So. Und hopp. Okay, den haben wir auch. Hier liegt schönes Zeugs rum, ohne verlorene Puppe. Ich glaube, das ist eine Spur zu unserer vermissten Tochter. Das wäre sehr schön, deswegen suchen wir danach. Ah, oh, ich werde da hinten noch beschossen. Er ist an einem Pfeil gefesselt und wir sollten ihn befreien. Ja, dann haben wir auch die mutlosen Jagdgeschichte noch weg. Sehr schön. Ah, alles heute sehr langsam, ne? Okay. Und du? So. Das ist Zeug für mich. Widerstanden? Willst du mich verarschen? Warum habe ich diesen Schaden gerade gebracht? Hatte ich noch irgendeinen Debuff drauf? Den hab ich drauf geachtet. Kann natürlich sein. Mit gelben Haaren hat schon bessere Zeiten gesehen, ob Rondil sie hier verloren hat. Sehr wahrscheinlich, haben wir ja schon gesagt. Müssen wir gucken. So, das nehmen wir mit. Die Ketten entketten Visier. Ja, den machen wir los. Ein Geräusch im nahen Zelt haben wir auch noch gehört. So. Hey, bleib weg von ihm, Gefängniswärter. Ja, ja, komm. Fall tot um. Niemand braucht dich. Genau so. Okay. Korsaren Gefängniswärter bezogen. Beenden. So. Unheilvolle Omen verfolgen uns in diesen Zeiten. Ein erneuter Angriff sammelt Befehle im Korsarenlager haben wir hier drüben. Nehmen wir sehr gerne mit. So. Okay. Dann haben wir hier noch eine Leiche rumliegen. Ja, Lene hier. Ja, irgendwas Südliches. Ich habe es jetzt auch nicht ganz genau gelesen. Oh, Bündel. Bündel. Gebündelte Macht. Ja. Ah, toll. Hat die überhaupt nicht gelohnt. Ey, Korsar, hast du noch einen Befehl für mich? Frag nur. Ich meine, irgendwas muss ich hier sowieso noch mitnehmen. Da kann ich dich auch noch ein bisschen umbringen, du. Ja. Oh, die Holztruhe ist auch schon wieder da. Mal schauen, ob die besser ist. So. Okay. Sehr schön. Nicht so. Bumm. Oh, da sind noch Notizen. Wunderbar. Dann gehen wir da mal hin. Hey Freunde, schön, dass ihr eure Notizen so in den Dreck legt. Das macht man aber nicht mit Schriftstücken. Ich weiß, ihr seid Kordan, ihr wisst das nicht. Aber ich nehme sie sicherheitshalber mal an mich, nachdem ich euch gefunden habe natürlich. So. Aha. Na los. Wusste nicht mal, dass die schreiben können. Ersten Angriff auf Lymnir durch die Ankunft der Schatten ist es aber nun hinfällig. Wiederbeschaffte Waren, bla bla, lala. Okay. So, Freunde, kommt mal her.
geöffnet. Ich muss noch irgendwo ein paar Waren varisieren. Da waren die Waren der Barbaren. So. Das beenden wir direkt mal. Wunderbar. So, willst du nicht langsam mal hier von deinen Fesseln weggehen? Ja, fortsetzen. Diese Dunkelheit schlägt mir aufs Gemüt. Er will sich nicht... ja, ich muss erstmal wieder bündeln. Jo. Zählt ja nicht. Sucht in der letzten Seite nach den Befehlen der Korsaren. Okay. Hey! Hast du gepennt oder wo kommst du her gerade? Aus einem Erdloch. So. Noch ein Bündel. Mal gucken, ob das sich jetzt mehr lohnt als das vorherige, was an dieser Stelle lag. Nein, tut es nicht. Da ist noch ein Bündel. Na gut, nehmen wir das noch mit. Ja. Maragd. Ey, ihr sollt nicht alle respawnen, einfach. Reicht nur, wenn eure Sachen respawnen, das reicht schon. So, sucht nach den letzten Befehlen. Wo finde ich denn die? Hörst du mal auf, du? Ich greife auch nicht einfach deine Leute. Ach ja, doch. Okay. Da hinten. Betrunkener Kapitän, alles da. Hab mich schon gewundert, warum der herumliegt. Hey, Captain! Ich hab dem berühmten Hauptmann die Fehler geschickt, aus der Hand gefischt. Schön. Lesen wir mal. Alle Gusche. Ja. Mein getreuer Gegner, es wurde mir zugetragen, dass ich Gerüchte verbreiten, blabla, unauffällige Sieg in Frage stellen, blabla, lala, lala. Ich lese das jetzt nicht alles durch. Ihr könnt das alles pausieren, aber das gehört nicht zur Hauptquest, deswegen lasse ich das einfach. Schlau, ne? Schlau. So. Jetzt können wir hier nochmal alles plündern. Ich fürchte, das werden wir auch tun, weil ihr kennt mich ja. So. Okay. Alles mitnehmen. Diese Dunkelheit schlägt mir aufs Gemüt. So. Okay. Todesangst. Sucht im Nordwesten das Versteck der Korsaren. Machen wir sofort. Ich muss hier nur noch... Okay, hier ist es mal mehr drin. Ich hatte mich schon gewundert. Dachte, hä? Ist hier immer nur dasselbe drin? Das wäre doof. Aber ist interessant, ne? Wie gesagt, wenn man nicht selbst viel farmen will, ist das eine Stelle, wo man immer was bekommt. Das Zeug respawnt relativ schnell bei den Korsaren, ne? Ja. Nicht, dass es mich stört, ne? Das ganz und gar nicht. So, der will offensichtlich gefesselt bleiben. Naja, dann ist es halt so. Gehen wir mal erstmal in die Richtung. Wir haben ja hinten da oben noch etwas. Möglicherweise die Ronja. Ja. Wie heißt er? Roniel. Genau. Roniel hieß er, genau. Der Ronny. So. Auf geht's aber erst einmal. Wir haben viel zu tun und so wenig Zeit, dass wir dich verkaufen können. Weil uns müllt ja schon wieder das Inventar zu. Ihr kennt das ja. Ja, aber es gibt so viel zu plündern bei diesen Plünderern. Was willst du denn machen? Das kannst du nicht einfach liegen lassen. Nein. Das geht nicht. Es ist doch gar unmöglich. So, sucht in der Höhle, Korsaren, bei der Flucht. Ist hier eine Höhle? Da oben. Was für ein Schrecken ist das? Flüchtet, meine Brüder. Die Höhle wird überrannt. Es gibt kein Versteck. Ja, gut. Machen wir es halt so. Die rennen raus. Dann wird da ja bestimmt keine Gefahr mehr drin sein, wenn die Korsaren da rausrennen. Also gehen wir da einfach mal rein. Ja. Bestimmt völlig ungefährlich, weil alles, was den Korsaren schadet, ja automatisch uns hilft. Ganz bestimmt. Wo ist denn die Höhle jetzt? Ah, hier. Okay. Höhleneingang gefunden. Ihr solltet euch hier ansehen, indem wir reingehen. Höhle drin, Höhle drin. Uhale. Ha! Gefallener Korsar. Überall liegen tote Korsaren auf dem Boden. No, das ist doch nicht schlecht. So, keinerlei Wunden. Ist okay. So, nehmen wir dich hier. Annehmen. Und du siehst, such die Korsarenhöhle. Annehmen. Hätte ich sowieso gemacht. Aber ich meine, wenn ich schon mal hier bin, dann untersuche ich die sehr gründlich. Nachtzeug. Warum waren da Ballen Binsenstoff drin? Gefertigt als Binsenfallern, Toten sind nicht besonders bequem, dafür erstaunlich robust. Zum Tauschen ist das. Das ist ein Tauschgegenstand. Okay. Zügellose Schatten sind nach Dor... Ihr wisst schon.
Ja, moin. Ihr habt hier die Korsaren getötet, ne? Habt ihr fein gemacht. So. Erstmal. Ich plündere mal, weil ihr braucht das Zeug ja nicht. Voltaniel kommt, um sie herauszufordern, Brüder. Also, du und so hast du nicht gesehen. Ja, gut. Naja. Ich hab euch doch herausgefordert, oder? Die Zeit ist, der Lebenden ist abgelaufen. Ja, irgendwann auf jeden Fall. Huch. Warum machst du sowas? Ja. Tschüss. Ihr habt die zügellosen Schwurbrecher besiegt. Schön. Aber er wird sicher bald zurückkehren. Naja, soll er ja. So, nehmen wir mit. Ruhe. Nehmen wir auch mit. Was will man mehr? Mehr Truhen wahrscheinlich, aber das ist erstmal zweitens. So, okay, nochmal Truhe. So. Fallener Korsar. Geh mal wieder. Eh zu nass hier drin. So, wir sollen nach Lin hier zurückkehren. Bevor wir das machen, werden wir uns aber erstmal darum kümmern, dass wir gegebenenfalls da oben die liebe, wie hieß sie jetzt schon wieder, Roniel zurückbekommen, genau. So, aber erst einmal wieder runter, damit wir rüberkommen. Lalalala. Gibt kein Entkommen vor bösen Geistern, außer Voltaniel ist in der Nähe. Dann entkommen die bösen Geister eben auch nicht, also gibt es doch kein Entkommen. Okay. Heißt aber eigentlich, es gibt kein Entkommen vor Voltaniel. Tja. So ist es wahr. Wahrlich ist es wahr. So, lieber Roniel, ich bin auf dem Weg. Ich rette dich. Oder auch nicht. Das werden wir sehen, sobald wir da sind. Ne? Man muss ja auch manchmal die Tagesform von Voltaniel, manchmal hat er auch einfach keine Lust. Ihr kennt das ja, ne? Nee, heute habe ich keine Lust, ein Mädel zu retten. Machen wir das nächste Mal. Ja, ja. Nee, das hat sie natürlich nicht gesagt. Das habe ich jetzt hier. Ich wollte ihr die... Aua, siehst du jetzt, das hat sie gesagt. Ich wollte ihr die Worte nicht in den Mund legen, aber manchmal passiert das halt. Das ist... Du wirst doch, wie so ist. Was will ich denn machen? Also, ich muss halt mit den Leuten arbeiten, die ich hier bekomme. Und ich habe Voltaniel bekommen. Mitglied der Bierboys. So. Okay. Das sieht sehr spinnig hier hinten aus. Fragt mich nicht warum, aber das sieht mir sehr spinnig aus. Ich weiß nicht, aber es kann auch einfach nur der weiße Baum sein, der mich da irritiert. Aber es könnte eine Spinnengegend sein. Aber sie könnte auch nur eine Wolfsgegend sein. Jo. Oder es ist einfach nur eine Gegend. Könnte auch nur eine Gegend sein. Eine Lichtung. So, den Wolf lasse ich mal außen vor. So, ein Hirsch. Ein Wasserfall. Ein Fuchs. Eine Leiche hoffe ich nicht. Na, keine Leiche. So, wir sind aber fast da. Oh, da ist Roniel. Sag mal, Penti? Wie heißt die? Roaming Star, Jungfrau der Gilreihen. Okay. Roaming Star ist ein sehr interessanter Name in einer mittelalterlichen Welt wie dieser hier. Macht euch keine Sorgen. Ich habe das Kind in den Schlaf gesungen. Ja, ihr seid nicht wie die anderen, die vor kurzem in dieses Land gekommen sind. Ich spüre eure Sorge um dieses Kind. Keine Sorge. Ich habe dieses Kind in den Schlaf gesungen. Es wird erst erwachen, wenn sie ausgeruht ist und die Sorgen, die sie hierher getrieben hat, verschwunden sind. Sie ist hier in Sicherheit. Ich bin Roaming Star. Wie heißt ihr und was ist das für eine Figur, die ihr da mit euch herumtragt? Wie bezaubert verratet ihr euren Namen und gebt Roaming Star die Puppe, die mit den gelben Haaren? Sie sieht neugierig und zugleich traurig aus. Nach einer Weile legt sie sanft neben die schlafende Roniel. Nicht jeder, der auf diesen Pfaden wandelt, hat ein gütiges Herz. Ja, nicht alle, die hierher kommen, sind so gutherzig wie ihr. Es gibt jene, die dem Land und den Bewohnern schaden wollen. Weder mir noch meinen Schwestern sind sie willkommen.
Roamingstar öffnet die goldene Hand und gibt einen Blick auf einige Steinchen frei. Sie sind von der Strömung des Flusses glatt geschliffen. Legt diese Steinchen auf die flachen Steine im Süden Bolzeniel, etwas entfernt vom Ufer des Flusses. Mit diesem kleinen Gefallen verdient ihr euch den Segen der Gilreihen. Ja, machen wir. Wo ist denn der Fluss? Ah, alles klar. Die Richtung da. Gut, dann werden wir das tun in der nächsten Folge. Leute, ich passe kurz ein bisschen auf Roniel auf. Mal gucken, dass die Roaming Star auch nicht wirklich was Böses will. Und wenn das so ist, dann mache ich das mit den Steinen noch in der nächsten Folge. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Und jo. Tschüss.